Es ist Mittwoch, Zeit für Challenge WWS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dann wisst ihr, ich habe nur 3 Minuten Zeit, um alle eure Fragen zu beantworten. Die Zeit läuft ab jetzt. Erste Frage. Kann man Bilder aus Videospielen, selbstgemachte Screenshots, in einem YouTube-Kanal-Banner verwenden? Nein, auch Screenshots sind natürlich urheberrechtlich geschützt, beziehungsweise Videospiele sind urheberrechtlich geschützt und alleine ein Bild aus diesem Videospiel ist schon hat einen Urheberrechtsschutz und insofern könnt ihr es nicht so einfach kopieren und als Kanal-Banner verwenden. Ihr könntet aber zum Beispiel Electronic Arts machen, wenn ihr zum Beispiel aus FIFA fragen, wenn ihr aus FIFA so einen Shot haben wollt. Da gibt es standardisierte Anfrageformulare. Insbesondere für den Fall, dass man überhaupt Let's Plays machen will. Also haben wir auch schon viele Videos zu gemacht übrigens. Ich habe iranische Wurzeln. Kann ich trotzdem Richter werden? Ich wüsste nicht warum. Natürlich kannst du in Deutschland Richter werden. Du brauchst auch kein Deutscher zu sein, um in Deutschland Richter zu werden. Also insofern, wenn du die 2 Staatsexamina hast, immer gerne. Wenn Trinkgelder als Schenkung zu betrachten sind, warum sollten sie dann als Einkommen versteuert werden? Das ist eine gute Frage. Manchmal ist es so, dass juristisch vielleicht was anders läuft, als steuerrechtlich das Ganze zu sehen ist. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Trinkgelder zwingend als Einkommen versteuert werden müssen. Vielleicht kann da der eine oder andere, der mehr Ahnung im Steuerrecht hat, das mal hier drunter posten. Mich würde es fast wundern, wenn diese freiwilligen Zuwendungen da auch versteuert werden müssten. Sehr geehrter Solmecke, darf ich meinen Tod vortäuschen? Vor wem willst du deinen Tod vortäuschen? Warum willst du deinen Tod vortäuschen? Tu doch nicht sowas! Ja klar, kannst du deinen Tod vortäuschen. Wenn du damit aber andere Leute zum Tode erschreckst, könntest du wegen Totschlags dran kommen. Keine Ahnung, aber ja, geht. Aber du darfst jetzt deswegen nicht irgendwelche weiteren Dinge entziehen. Sozialversicherungspflicht und so weiter. Meldepflicht muss trotzdem eingehalten werden. Also da hängt halt einiges dran, wenn man das tut. Darf man von einem hohen Gebäude in der Innenstadt einzelne Geldscheine fliegen lassen oder ist das verboten? Das könnte eine Gefährdung des Straßenverkehrs sein, könnte ich mir so vorstellen. Es könnte Erregung öffentlichen Ärgernisses sein, wenn da plötzlich ganz viele Menschen da ein Trouble machen. Aber einzelne Geldscheine, ja, warum denn nicht? Einzelne gibt noch kein Chaos, das dürfte möglich sein. Zu der Frage mit dem Banner aus Computerspielen. Muss der Spielehersteller das Cheaten auch nachweisen? Ach, aus dem Bannen, nicht dem Banner. Aus dem Bannen aus Computerspielen. Muss der Spielehersteller das Cheaten auch nachweisen? Kann man dagegen gerichtlich vorgehen, wenn, wie meistens, der Spielehersteller keine Beweise vorlegt? Also der Spielehersteller muss euch erstmal bannen. Und dagegen müsstet ihr vorgehen und sagen, ich bin zu Unrecht gebannt worden. Und dann müsst ihr sagen, der hat mich rausgeworfen und ich habe hier gar nicht gecheatet. Dann wäre er dran nachzuweisen, dass ihr tatsächlich betrogen habt in dem Spiel. Und wenn der das nachweisen kann durch technische Aufzeichnungen, dann ist das für euch ziemlich problematisch. Das waren 6 Fragen, die ich geschafft habe. 7 ist so mein Schnitt. Das heißt, ich muss nächste Woche wieder mehr Gas geben. Deswegen euch danke fürs Zuschauen. Schickt eure Fragen unter dem Hashtag ChallengeWBS irgendwo in die sozialen Netze oder optimalerweise direkt unter dieses Video. Und sie landen dann schon in diesem Topf nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Schönen Mittwoch noch und bis morgen.